das Gesetz und der Gesetzentwurf und der Änderungsantrag kommt dann in den Abstimmungsblock, mit dem ich dann auch gleich beginnen würde. Ich habe den Gong mehrfach getätigt. Kann ich, wie sieht es aus, PG sagen, es kann losgehen? Alles klar, dann kann es losgehen. Auch hier gilt wieder, die Reihenfolge der Abstimmung entspricht natürlich der Reihenfolge der Aufrufe am heutigen Tage. Und die Liste über die Abstimmungen ist den parlamentarischen Geschäftsführern entsprechend auch durch die Kanzlei zugegangen. Und ich darf jetzt beginnen mit Tagesordnungspunkt 53. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Schutz des Instruments parlamentarische Initiativen gegen Missbrauch, Drucksache 20-3461. Wer stimmt dem Entschließungsantrag zu? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind offensichtlich die restlichen Fraktionen des Hauses. Gibt es jemanden, der sich enthält? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Ich kann Sie nicht sehen. Ist die fraktionslose Abgeordnete Walter anwesend? Nein, sie ist nicht anwesend. So, ihr habt es schon im Blick, macht euch keine Sorgen. Tagesordnungspunkt 12 ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD. Das ist ja dritte Lesung. Alles klar, das haben wir schon in den SIA weitergeschoben zur Vorbereitung der dritten Lesung. Tagesordnungspunkt 77, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Hessisches Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen, Drucksache 20-3538 zu 20-3457. Ich lasse jetzt erst einmal über den vorliegenden Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und der Fraktion der Freien Demokraten mit der Drucksachennummer 20-3556 abstimmen. Wer ist für die Annahme des Änderungsantrags? DIE LINKE, die Sozialdemokraten, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Christdemokraten, die FDP und die AfD. Gibt es jemanden, der dagegen ist oder sich enthält? Die fraktionslose Abgeordnete enthält sich. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Ich lasse nun den Gesetzentwurf im Ganzen in der soeben geänderten Fassung abstimmen. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der mit der Annahme des Änderungsantrags geänderten Fassung zu? Das ist die Fraktion der AfD. Das sind alle. Stimmt jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Bei Enthaltung der fraktionslosen Abgeordneten ist das so dann angenommen und zum Gesetz erhoben. Wir sind jetzt zwar am Ende der Abstimmungen, aber ich habe noch etwas zu sagen. Sie alle kennen Brunhilde Schmidt. Brunhilde Schmidt ist eine Parlamentsbotin, eine ehemalige. Sie sitzt normalerweise immer an der Tür. Vielleicht kann sie mal jemand reinholen. Sie ist seit Jahrzehnten eigentlich hier. Ich bin seit 99 hier. Ich kenne sie seit wie viel? 33 Jahre. Und sie ist sozusagen hier wirklich zu einer liebgewonnenen Kollegin geworden. Sie ist dann in den Ruhestand gegangen, aber sie hat einfach weitergearbeitet. Und insoweit hat jeder gedacht, das geht immer so weiter. Und jetzt ist aber leider ein Tag gekommen, an dem wir uns von ihr verabschieden müssen. Denn sie hat sich entschieden, zu ihrem Sohn nach Bayern zu ziehen. Kommen Sie mal, Frau Schmidt, kommen Sie mal, zeigen Sie sich mal. Nee, kommen Sie mal in den Plenarteller, oder? So, das kann auch da. So ist auch gut. So, liebe Frau Schmidt. Da ist sie. Also, da ist sie. Jeder kennt sie. Und Sie werden uns unendlich fehlen. Sie haben mir gesagt, dass Sie sich jetzt entschieden haben, nach Bayern zu ziehen. Das schmerzt uns ein bisschen hier in Hessen. Aber da Ihr Sohn in Bayern lebt, können wir das schon irgendwie nachvollziehen.
Ich würde aber trotzdem eine kleine Wette abschließen. Und dann gucken wir mal, wie die ausgeht, dass Sie irgendwann wieder zurückkommen. Und dann werden Sie wieder an der Tür da sitzen. Und wir alle werden uns sehr freuen. Jeder von uns kennt Sie. Ich glaube, Ministerpräsident ist eigentlich der dienstälteste Abgeordnete hier mit Frank Lorz zusammen. Wahrscheinlich habt ihr alle gemeinsam zu dritt begonnen hier und habt euch auch sehr lieb gewonnen in der Zeit. Von Frau Schmidt müssen wir uns jetzt leider trennen. Wie gesagt, ich gehe die Wette ein, Sie kommen wieder. Ich darf Ihnen etwas schenken von uns, liebe Frau Schmidt. Das ist ein, Sie wissen ja, es gibt nichts, also haben die Bayern auch nicht sowas. Und auch da in Meißen haben die das nicht. Höchster Porzellan. Das kommt aus meiner Heimat, aus Frankfurt. Höchst gehört ja zu Frankfurt, aber ich will jetzt Ihnen die Geschichte ersparen. Das ist wirklich weißes Gold. Und das soll ein Döschen sein, ich weiß gar nicht, was tut man da rein? Kann man Schmuck reinmachen, Sie können Mundschutz reinmachen, also Sie können auch Pralines reinmachen, was Sie wollen. Also das können Sie sich ja mal überlegen, Sie haben ja jetzt Zeit, so etwas zu überlegen. Das darf ich Ihnen von uns allen überreichen als Andenken an Ihre tolle Zeit hier. Und wenn Sie wiederkommen, müssen Sie mir das Döschen nicht zurückgeben, Sie dürfen es dann behalten. Liebe Frau Schmidt, tschüss, alles Gute und wir hören voneinander. Ja, alles Gute. Danke an Sie. Bitte? Ach ja. Das ist so schön. So, jetzt habe ich noch die Mitteilung, dass die parlamentarischen Geschäftsführer sich vereinbart haben, dass wir alle restlichen Tagesordnungspunkte, die noch übrig sind, ins nächste Plenum schieben. Das heißt, wir sind dann am Ende der Sitzung angekommen. Wir sehen, und die gute Nachricht und die andere gute Nachricht ist, dass wir uns bald schon wiedersehen, und zwar am 29. September hier an diesem Ort. Und vielleicht ist Frau Schmidt ja auch wieder dabei. Vielleicht geht es ja noch schneller, als wir dachten. Alles Gute, schönen Abend und bis bald. Bleiben Sie gesund.